jemanden, der Sie sicher von diesem Auftritt hier kennen. Ja, so hat der Freiburger John Steers vor 2 Jahren am ESC den 3. Platz erreicht und einen Vertrag mit einer französischen Plattenfirma gekriegt. Kurzerhand ist es für einen 24-Jährigen also mit Sack und Pack à Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Die Place des Vosges. Einer der schönsten Plätze von Paris und nahe von John Moiremarches Wohnung gelegen. Vor bald 1,5 Jahren ist er hierher gezogen. Auch wenn sich der Petit Suisse zu Beginn mit der Hauptstadt des französischen Chansons schwer tat, für Johns Karriere kam kein anderer Ort in Frage. Es ist am einfachsten, dort zu sein, wo die Kultur der frankophonen Musikszene am stärksten ist. Also hier. Am Anfang erlebte ich viele Enttäuschungen. Begegnungen, die mir versprochen wurden, kamen nicht zustande. Doch negative Erfahrungen gehören zum Leben. Heute hat John seinen Frieden mit Paris gemacht und seinen Platz in der hiesigen Musikszene gefunden. Auf dem Weg zu seiner Plattenfirma macht er einen Zwischenstopp bei einem Musikproduzenten, mit dem er Songs für eine junge Sängerin produziert. Ich arbeite für andere, weil ich genau weiß, wer ich bin. Es gibt Künstler, die für andere produzieren. Und wenn du den Song hörst, merkst du, dass er ihn in einer Schublade hatte und einfach weitergegeben hat. So funktioniere ich nicht. Vorerst steht aber sein Projekt im Vordergrund. Sein erstes Album, das diesen Monat herauskommt. Der Besuch bei seiner Plattenfirma bringt eine große Überraschung, die wir exklusiv miterleben dürfen. Zum ersten Mal sieht John Steers das fertige Werk. Bereits in jungen Jahren entdeckt der Sohn albanischer Immigranten sein Gesangstalent. Als er dann mit einem Elvis-Song seinen Großvater zu Tränen rührt, ist sein Schicksal besiegelt. Als ich sah, wie ich als 7-Jähriger mit meiner Stimme die Menschen zum Weinen brachte, fühlte ich mich wie ein Superheld. Diese Macht wollte ich kultivieren. Meine Eltern machten sich Sorgen, weil man als Musiker keine Sicherheit hat. Doch jedes Mal gab es ein Licht, ein Treffen, ein Lied, das mir gezeigt hat, dieser Weg ist für mich bestimmt. Und solche Momente gibt es viele. Als 13-Jähriger schaffte er es ins Halbfinale der SRF-Show Die größten Schweizer Talente. Mit 20 singt er sich ins Halbfinale der Gesangstalentshow The Voice, La plus belle voix de France. Und vor 2 Jahren erreicht er mit Tout l'univers den 3. Platz beim Eurovision Song Contest in Rotterdam. Er erlangt europaweite Berühmtheit. Thank you so much. Thank you, Europe. Là où j'ai de la chance, ich habe die Chance, eine Begabung zu haben, mit der ich Emotionen vermitteln kann. Aber es steckt viel Arbeit dahinter und ich hatte auch Glück. Und nun steht John kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Albums. Lange hat sich der 24-jährige Musiker dafür Zeit genommen, durfte beim kreativen Prozess seine Vision mit einfließen lassen. The Game handelt von der Endlichkeit des Lebens, der Liebe, unserem Planeten. Ein oft nostalgisches, manchmal melancholisches, aber stets sehr persönliches Album. Später am Nachmittag, John in einem Bistro gleich um die Ecke. In Paris, dem kulturellen Zentrum der französischen Sprache, fühlt er sich mittlerweile zu Hause. Was mir hier fehlt, ist die Nähe zu den Menschen.
mein Umfeld. Sich in Paris zu integrieren ist nicht ganz einfach, da die Mentalität doch sehr anders ist als in der Schweiz. Hat man es geschafft, kann man von dieser Stadt profitieren. Am 28. April wird John Steers seine neuen Lieder in die Welt hinaustragen und mit seiner Musik den Himmel erklingen lassen. Auch denjenigen über Paris.